Hallo und herzlich willkommen zum Train Simulator 2014, heute mit Wielo, Kotos und Rovi. Moin. Hallo Leute. Und die beiden haben sich bereit erklärt, mir das Spiel jetzt mal ein bisschen, ja, anzulernen. Ich hätte hier eine 25-Minuten-Fahrt mit dem ICE und die hat 3 gelbe Punkte, also so mittelschwer heißt das, glaube ich, ne? Genau. Ah, und da oben sieht man schon. Du fängst ja auch gerade an zu spielen. Ja, du sagst ICE, den ICE habe ich, aber ich glaube, die Strecke nicht drin. Ja, das ist Hamburg-Hannover. Ja, ich habe nur das Frontspiel. Aber ich nehme einfach eine andere Strecke mit dem ICE, dann kann ich da vielleicht einfacher erklären, wie man ICE fährt. Ich habe jetzt übrigens die Expertensteuerung genommen, weil wurde mir empfohlen, das soll wohl ein bisschen einfacher sein. Ja, ich fahre nur mit Expertensteuerung. Ich habe mir jetzt gerade keinen Train Simulator im Laufwerk, weil der an meinem Laptop dran ist. Ja. Wenn ich am Rechner bin. Aber ich kann das so eigentlich ziemlich gut. Ich bin ja sehr gespannt, ob ich den Zug heute mal so richtig ins Rollen kriege. Na, so schwer ist das auch nicht. Ein Tipp kann ich zum Beispiel geben. Es gibt ja immer die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ich mache das eigentlich meistens so. Ich gebe immer so lange, mache ich den Regler vom Gas her auf Vollgas, bis da so 5 km/h voller Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Und dann nehme ich den wieder runter. Kann man da so eine, kann man das als Limit so quasi einstellen? Der ICE hat AFB, also ja. Okay. Ich kenne das nicht. Das klingt ja gut. Ich mache das einfach immer so. Ah, ich muss Passagiere vom Gleis 7 abholen. Dann gehe ich erstmal ins Cockpit hier. Und dann sieht man schon, ich habe irgendwie mehr Hebel als sonst, wegen der Expertensteuerung. Hm. Muss ich jetzt direkt irgendeine Weiche umstellen? Wo sehe ich sowas? An sich eigentlich nicht. Bei mir hat das bisher immer ohne funktioniert. Okay. Also normalerweise ist es so, bei den ganzen personenbezogenen Fahrten hast du eigentlich halt alles automatisch eingestellt. Nur bei den ganzen Rangierfahrten musst du teilweise Weichen stellen. Ja. Dann fahre ich jetzt mal langsam mit 40% an. 50%. Gas. Ich fand das gestern auch komisch. Ich habe ein bisschen getestet. Wir haben ja gestern Abend ein bisschen geschrieben und dann bin ich ein bisschen Train Simulator gefahren. Da war ich auch mit dem ICE unterwegs und dann war auf einmal Tempolimit 200, dann kurz aufgehoben und dann auf einmal 80 und dann kam Bahnsteig. Ja, und ich hatte immer noch so 200, 230 drauf und das war dann ein bisschen ungünstig. Ja, ich hatte mal bei einem Kumpel so eine spezielle Mission mit dem ICE. Da war ich dann bei so 320 km/h und da war auf einmal Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10 km/h und eine Weiche vor mir, die nach links gestellt war. Eine scharfe Weiche. Okay, also hast du das dann ging das dann vorne bisschen... Kanne rausgeflogen. Okay. Ja, das ist mir glaube ich auch auf jeden Fall. Das war irgendwie komisch, der Zug kam, also es gab dann irgendwie dass der Zug sich vom Gleis gelöst hat und so weiter und ein bisschen in die Luft geflogen ist, aber gleichzeitig stand dann da Mission erfüllt. Das war ganz lustig. Wo kann also ich mit dir vorhin nimmt niemand mit. Okay. Wenn du den Zug von den Schienen runterholst. Ja, das mache ich häufig. Übrigens, du hast, wenn du aufs Dashboard schaust, hast du links 2 große Hebel. Links habe ich 2 große Hebel, ja. Im einen steht Geschwindigkeit und im anderen Vorwahl. Ja. Der linke mit Geschwindigkeit ist für das AFB. Wenn du den nach vorne gibst und dann auf die Geschwindigkeit einstellst, die halt da gerade herrscht, oder die da gerade erlaubt ist, ja, kannst du viel Gas geben, wie du willst, dann fahr er nicht schneller. Das wusste ich noch gar nicht. Ich hab das einfach immer also bei dem blauen gepasst. Hebel stelle ich ein, wie schnell ich maximal fahren kann. Genau, du hast dann am Tacho unten eine grüne Zahl. Und ja, die überschreitet er nicht. Okay. Das ist cool. Das wusste ich noch gar nicht. Dann fahre ich auch mal ausnahmsweise nicht zu schnell. So, Abwechslung einmal. Ja. Aber jetzt bin ich auch gerade schon ordentlich am Beschleunigen. Ich fahre gerade mit 80 km/h. 110 sind gleich erlaubt. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Auf jeden Fall, bis jetzt hatte ich noch keine Beschwerden. Ja, wenigstens beschweren sich die Fahrgäste nicht so wie bei Omsi. Ja, Omsi, ja. Da machen die ja hinten richtig Randau. Richtig Randale. Ja, ich habe einen Bus-Simulator 2012.
War da gerade ein Signalrot? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh! Liegt dann wahrscheinlich nicht für dich. Warum so? Auf einmal sind hier wieder 40 und ich fahre 110. Mensch. Oh. Das ist, wenn er wenn ein Gleiswechsel kommt meistens. Der wird leider nicht angezeigt. Den habe ich jetzt mit 80 mal souverän genommen. Na ja, dann. Ja, aber ich sehe schon, hier am Bahnsteig, das passt von der Geschwindigkeit her. Also ich rolle hier gerade ein, nur dass ich eine permanente Geschwindigkeitsüberschreitung habe. Ah, okay, jetzt ist hier wieder 60, aber wir fahren jetzt einfach mal, lösen wir mal die Bremse. Wenn ich in den Bahnhof einfahre, dann fahre ich meistens mit 30 bis 50 km/h da rein. Kommt halt auf den Zug drauf an. Ah, die haben bestimmt auch, die Bremsen bestimmt auch unterschiedlich gut, ne? Hm. Ihr müsst denken, der ICE, der ist relativ lang, relativ schwer. Man, gar nicht vergleichbar mit einem Güterzug, der noch schlechter bremst. Ja, gerade diese langen, ich bin ja ein bisschen da, vorm Let's Play bin ich schon ein bisschen Donnerpass gefahren und die Dinger, die bremsen ja und beschleunigen ja gar nicht. Gerade wenn es irgendwie bergauf, da dauert das ja wirklich lange. Die sind ja richtig träge. Ich hatte das zum Beispiel auch mal bei Euro Truck Simulator 2. Ich war dann mit meinem LKW, der war überhaupt nicht ausgerüstet und ich hatte einen viel zu schweren Anhänger hinten dran. Ja. Und dann musste ich da bergauf und dann kam der LKW nicht mehr vorwärts. Jetzt hatte ich noch einen kleinen Fail. Ich bin jetzt versehentlich ein bisschen zu weit gerollt am Gleis. Ich dachte, mir fährst du mal schön auf die richtige Position und schön weit durch, sodass der ganze Zug am Bahnsteig steht. Aber dann habe ich leider die Rechnung ein bisschen falsch gemacht. Ja, das hatte ich mal mit einem, ich weiß nicht, das war so eine schwarze Lok mit einem Nachtzug. Da bin ich dann 5 Wagen zu weit gerollt. Also dann kann ich hier doch irgendwo, laden, entladen. Ah, jetzt gehen die Türen auf. Genau, Taste T. Hast du eigentlich auch die hier, die Beleuchtung angemacht? Die Beleuchtung hatte ich schon beim Start an. So. Kann man hier denn, Beleuchtung 1 und Beleuchtung 2 gibt es. Hm. Beleuchtung 1, das ist halt eigentlich, das ist nicht dafür, dass man was sieht, sondern das ist für die Analogführer. Damit die sehen, kommt der Zug auf mich zu oder fährt er weg. Okay. Weil der ICE hat einmal Drehpunkt Weißbeleuchtung, das ist vorwärts, und ein 2-Punkt Rotbeleuchtung, das ist rückwärts, also Zugschluss. Okay. Wo sehe ich eigentlich, wann ich am Bahnsteig wieder losfahren muss? Da ist auch so ein roter Balken. Wandert er da durch und irgendwann ist der ganz weg. Ja, und wenn er weg ist, dann kannst du losfahren. Okay. Und sollte sich der Zug bewegen, während der beladen oder entladen wird, dann wird das auch mit vermerkt am Ende. Okay. Ja, ich habe jetzt schon minus 1700 Punkte, weil ich ein bisschen zügig gefahren bin. Aber ich glaube, ankommen wäre erstmal sowieso ganz schön bei meinem Talent, immer irgendeinen Prellbock zu finden. Ja, das hatte ich schon einmal. Ich bin dann mit voller Kanne mit so einem Glas gegen den Prellblock gefahren. Oder mit diesen Glaszügen. Keine Ahnung, wie der genau heißt. Sind das diese englischen Dinger? Ja, diese englischen kleinen Dinger. So, jetzt sitze ich mal im ICE, guck mir mal an, was die Leute hier so machen. Zeitung lesen, Laptop, Internet surfen, YouTube schon. Ich bin eigentlich auch bei Simulatoren direkt, weil ich ziemlich viel Simulatoren spiele. Bin eigentlich einer, der spielt fast ausschließlich in Perspektive. Ja. Auch ich finde, beim Zugsimulator und sowas macht das richtig Sinn. Und beim LS kommt es ein bisschen auf die Aufgabe an, aber zum Abfahren und so fahre ich da auch eigentlich immer in Cockpit-Perspektive. Ja, ich kann das auch beim Sehen oder so. Weil ich halt in der Realität ziemlich viel mit Landwirtschaft zu tun habe. Ja. Und da kann ich dann auch schon richtig genau abschätzen, wie breit jetzt meine Sehmaschine da hinten ist. Und ich setze mich erstmal bei Skype auf beschäftigt. Wurde gerade angerufen. Jetzt kann dann hier sogar, hier gibt es so eine Routenkarte, ne? Und dann, jetzt muss ich gleich aufpassen, weil wenn ich geradeaus durch war, da kommen erfolgreich gehalten. Bergen Sie nun, begeben Sie sich nun zur anderen Fahrkabine und fahren Sie in Richtung Norden. Wie gehe ich denn jetzt zur anderen Fahrkabine? Shift und Pfeiltaste, glaube ich.
Oder du guckst an dem Kamerafenster unten rechts irgendwo, wo ganz viele Kameraperspektiven sind. Nächstes Szenario. Warte mal, was haben wir denn hier? Oder Reinzoomen. du probierst einfach die Tasten 1 bis 9 durch. Fangen wir mal bei 9 an? Nein, das nicht. Hier steht einer vor mir. Und ich kann Oder in den probier Raum. einfach, nimm mal Taste 3. Da hast du, zuckst du aus Außenperspektive. Ja. Aber so rum will ich nicht. Warte mal. Du So. hast unten rechts hast du zwei Hubschrauber, 1 und 2, und auf der anderen Seite hast du zwei Züge mit Pfeile. Da kannst du umschalten zwischen die Köpfe, wenn ich es jetzt mal. Okay. Ah, sauber. Danke. Dann können wir jetzt ja anfahren. Ganz geschmeidig mal. Ich doch irgendwann mal wieder schneller fahren als 10 So. Weil, aber wenn man da auf 100% geht, dann beschleunigt ja auch richtig der ICE. hat genug Power. Ja, und da bei 100%, da gehe ich dann halt immer 5% vor, 5 km/h vor der Geschwindigkeitsbegrenzung, gehe ich dann wieder runter vom Gas. Ja. Das passt dann meistens. Ja, jetzt habe ich sogar mal ein grünes Signal. Das sieht so aus, als wäre das heute mal eine richtige Triumphfahrt. Für Übrigens, du mich. hast links unten, wo auch die Uhr ist, so ein ja, Zielanzeige, nenne ich es mal. So Wo auch die in grün, gelb und rot. in 40 Kilometer, Ankunft in 17 Minuten. Na dann, passt schon. Das sieht doch gut aus. Muss ich hier mal ein bisschen Übrigens, zu anbremsen. den Signalen: Rot heißt halt stehen und grün heißt fahren und grün-gelb heißt langsam fahren. Immer auf die Man Vorsignale achten. kann man seine Minuspunkte irgendwie wieder ausgleichen, weil ich hatte vorhin Ja. 1700 und jetzt habe ich 1200. Was ja eigentlich dann Ja, heißen muss, durch dass ich zum besser Beispiel geworden durch bin. perfektes Halten im Bahnhof oder was gibt dann auch später Punkte, wenn man dann nur selten die Geschwindigkeit übertreten hat und für Komfort. Für viel Komfort gibt es halt mehr Punkte und für wenig weniger. Ja. Lohnt sich das denn, wenn ich es hier sehe, oh, ist es nicht mehr Tempolimit 60, sondern 110, dass ich dann wirklich durchgehend Gas gebe erstmal, um auf die Geschwindigkeit zu kommen? Ja. Weil gerade dann kommen ja auf einmal Weil, wieder die Temposchilder und dann wenn bist du man wieder. unpünktlich ist oder zu früh losfährt, dann werden einem auch Punkte abgezogen. Ja, ich werde wahrscheinlich unpünktlich sein, weil ich am Bahnhof gerade so lange rumgestanden habe und erstmal geguckt, wie ich in den anderen Zug reinkomme, also in die andere Seite vom Zug. Aber ich sehe hier schon grünes Signal, wir können wieder richtig Gas geben. Aber ich würde auch aufpassen, wenn du in einem Kilometer wieder siehst, dass du eh nur mehr 80 fahren darfst, dann würde ich nicht gleich auf 110 beschleunigen, Ja, ich sondern bin jetzt reiche mal auch. 80. Waren in echt auch viel mit Zügen. Zum Beispiel zu meiner Arbeitsstelle fahre ich immer mit dem Zug hin oder zur Hochschule, weil ich bin in der Ausbildung zum Landwirten. Oder interessierst du dich auch so für Züge? Ja. Ich bin auch schon ziemlich viel Zug gefahren. Ich bin zum Beispiel auch mal mit dem Zug nach Föhr. Also nachher noch mit der Fähre weiter. Ach so, ja. Von der Arbeitsstelle aus. Aber für mich ist das auch nicht so weit. Ich komme so vom Mittelpunkt Schleswig-Holstein. Dann hast du ja so zu allen ungefähr Wir ähnliche waren Entfernung zu allen großen Städten. 8 Stunden unterwegs. Warum piept der? Wer piept? Gerade hat er einmal piep gemacht. Ja, das kann sein, wenn man. Ja, das ist der Todmann-Knopf. Musst du Q drücken, wenn er durchgehend piept. Okay. Und dann kommt vor der demnächst irgendwann ein grün-gelbes oder ein rotes Signal. Genau, es kann eine Geschwindigkeitsänderung aber auch sein, gell? Ja, ich lasse den Die er gerade so bei ankündigt. 95, obwohl 110 ist, weil ich, ja, hier sind viele Kurven, viele Gleise und so. Und ich möchte jetzt nicht wieder den Abschuss hier riskieren. Darin bin ich ja wieso ziemlich gut. Also in Abschießen.
Und ich hatte das auch mal, da war hier, war so ein kleiner Fail, da war auf der Karte, war das so zu sehen, dass da einfach gerade Strecke war. Und ich war mit einem Regionalzug mit 100 km/h unterwegs. Und dann kam auf einmal ein kurzer Bahnhof mit Drehblock. Oh. Ja, sowas kenne ich ja aus meinem Let's Play schon ganz gut.